Herzlich willkommen zum Spitzenspiel, zum 34. Spieltag FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Ja, heute geht es um die deutsche Meisterschaft, zumindest für den FC Bayern. Heute zu Gast in der Allianz Arena der VfB Stuttgart. Ja, also ein Derby am 34. Spieltag. Und ja, die Bayern brauchen einen Punkt, um vor Dortmund bleiben zu können. Die Ausgangssituation ist also recht einfach. Schiedsrichter des Spiels ist Jascha Zoheide. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Hier nochmal der FC Bayern mit 3 Punkten vor Borussia Dortmund. Gewinnen die Dortmunder, brauchen die Bayern einen Punkt, ansonsten wird es sehr eng. Startelf, Überraschung, Ribéry erst einmal draußen, dafür Shaqiri über links, Draxler auf der 10, Robben natürlich über rechts und vorne drin Mario Götze. Beim VfB Stuttgart gab es erstmal keine Überraschung, außer Ibisevic, der vielleicht von Anfang an draußen blieb. Ansonsten Martin Harnik über rechts, wie man das halt vom VfB kennt. So, Anstoß, auf geht's. Die Partie rollt, der Ball rollt, die Partie läuft. So heißt es ja richtig. Die erste Chance dann auch gleich für den VfB Stuttgart. Traoré mit einem Flankenversuch und dann die Direktabnahme von Martin Harnik. Aber Neuer ist natürlich zur Stelle und diese Situation rüttelte die Bayern dann wach. Erste Gelegenheit über links. David Alaba zieht in den 16er und zieht damit rechts ab. Aber der Ball geht locker 1 bis 2 Meter dazwischen. Die Bayern spielten sich so langsam warm und die nächste Chance auch schon für Mario Götze. Auch er zieht in die Mitte mit rechts und das Ding verfehlte um ein Haar das lange Eck. Dann die nächste Szene. Draxler auf Robben, der probiert es direkt mit rechts. Hier in der Allianz Arena merkten die Fans jetzt auch, dass sie ihre Mannschaft unterstützen mussten. Nächste Chance, Mario Götze. Doch der Ball wird abgefälscht. Die daraus folgende Ecke brachte leider keine Ergebnisse. 0:0 also zur Halbzeit. Und ja, die Bayern waren gewarnt. Sie mussten eine Schippe drauflegen. Und das taten sie dann auch mit Arjen Robben. Schöner Pass, auch er zieht in die Mitte mit links. Und dann ist es da, das 1:0 für die Bayern. Zum jetzigen Zeitpunkt deutscher Meister der Saison 2013-2014. Arjen Robben, 12. Saisontor. Hier nochmal eine Wiederholung, sehr schön zu sehen. Der fliegende Holländer, sensationell. Die Bayern machten weiter, sehr viel Ballbesitz und Drang nach vorne. 75. Spielminute, langes Ding auf Götze. Der kommt erst nicht an den Ball, holt sich das Ding dann aber zurück und damit rechts ins lange Eck. 2:0 und jetzt waren sie sich sicher, sie sind Meister. Wer sollte ihn das jetzt auch noch nehmen können? Der VfB Stuttgart schlecht, ohne jede Torschance, ohne jeden Spielanteil in der zweiten Halbzeit. Die Bayern machten das Spiel. Und ja, nach dem 2:0 konnten sie dann auch wechseln. Kirchhoff musste dann den Platz verlassen. Außerdem gingen dann noch Draxler und Robben runter. Dafür kamen Ribéry, Thiago und keine Ahnung, wer das jetzt noch war. So, Shaqiri über rechts mit einem Pass auf Thiago. Aber der macht das Ding leider nicht zum 3:0. Aber es geht direkt weiter. Nochmal die Chance jetzt durch. Ribéry wird abgefälscht. Thiago kommt an den Ball und spielt das Ding wieder auf Ribéry. Jetzt die Solo-Aktion des Franzosen. Wieder in den 16er und mit rechts abziehen. Ganz knapp. Nur pariert vom Stuttgarter Torwart. So, dann haben wir auch schon die 90. Spielminute. Thiago nochmal mit einem Pass auf Götze. Und der sieht Shaqiri und der macht hier das 3:0. Das 3:0, der Endstand. Shaqiri krönt seine eigene Saisonleistung mit einem Tor im letzten Saisonspiel. Hier nochmal die Wiederholung, direkt mit links abgezogen. Vorbeigespitzelt am Torwart. Fast schon chancenlos, die Stuttgarter in diesem Spiel. Und ja, das war's dann auch. Der Schiedsrichter pfiff direkt ab und die Bayern rissen die Arme hoch. Es flog Konfetti und eine Riesenfreude. Der FC Bayern ist wieder deutscher Meister.
So, mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch bei euch verabschieden. Es war natürlich eine sensationell spannende Saison, obwohl die Bayern beide Top-Spiele gegen den BVB verloren haben. Einmal mit 2-0 im Hinspiel, Rückspiel mit 1-0 sind sie am Ende Deutscher Meister geworden, weil sie einfach die bessere Konstanz hatten. Gut, als nächstes wartet natürlich noch das Champions League-Finale gegen den FC Barcelona. Ich bin gespannt, ihr dürft gespannt sein und ich verabschiede mich jetzt mit diesen tollen Bildern aus der Allianz Arena aus München. Das war's von mir, Alf Puschen, bis zum nächsten Mal. Ciao!